installieren. Guten Abend miteinander, hallo zusammen. Ja, also als erstes freue ich mich, dass ich nochmal da der Yoga gehe, aber noch viel, viel mehr freue ich mich, dass ab dem 11. Mai dann das Fitnesscenter, das Topfit Fitnesscenter wieder aufgeht, natürlich mit den Einhaltungen von den Sicherheitsmaßnahmen und Hygienevorschriften. Und ich hoffe auch, dass wir dann auch wieder im Group Fitness machen dürfen. Wie das aussieht, das werden wir sicher demnächst vom Topfit selber erfahren. Aber momentan flowen wir noch online und für das freue ich mich, dass wir wieder dabei sind. Und ich darf gerne einfach in einem bequemen Sitz auf eure Matte kommen oder wo auch immer. Ihr könnt gerne hinten ein Füßchen vielleicht einklemmen oder auf dem Blockfuß sitzen, was jetzt auch immer gut ist für euch. Und dann einfach mal nachkommen auf der Matte. Vielleicht mal tief einatmen und deine Schultern zu den Ohren zu bedienen und bei den Ausatmen kreisen. Sie tief hinein. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Einatmen hoch. Noch richtig hoch. Ausatmen tief. Und wenn du magst, dann schließest du jetzt deine Augen, deine Hände ruhen einfach auf den Oberschenkel oder auf den Knien. Du darfst auch deine Hände in den Schoss nehmen, aufeinander legen. Was auch immer jetzt für dich gut und bequem ist. Und dann fühle mal in deinen Körper rein, wie es dir heute Abend so geht. Vielleicht auch mit dem Wechsel vom Wetter, vielleicht hat das auch etwas mit dir gemacht oder jetzt mit der Aussicht, dass man immer mehr und mehr wieder ein bisschen die Normalität zurückgehen kann, was auch immer dann normal sein wird. Spüre dich rein und dann scanne deinen Körper mal von unten, von deinen Füßen her, darauf den ganzen Körper. Spüre deine Füße, wie sie auf der Erde liegen. Deine Unterschenkel und deine Oberschenkel. Spüre dein Becken und den ganzen Rücken. Dein Bauch und deine Brust. Spüre deine Schultern. Arm, Unterarm und deine Hände. Und wenn du vielleicht während dem Scannen spürst, irgendwelche Orte, die richtig durchlässig sind, sich leicht anfühlen und andere, die sich vielleicht ein bisschen schwer anfühlen. Oder geh weiter, Hals drauf, in dein Gesicht. Und löse deine Muskulatur vom Gesicht. Schau zu ganz feinen und entspannten Gesichtszügen. Die einzige Muskeln, die arbeiten darfst, sind unsere Mundwinkel und das Satzlächeln auf dein Gesicht zaubern. Und dann komm mit der Aufmerksamkeit auf deine Nasenspitze und somit auch auf deine Atmung. Atme bewusst tiefer in deinen Körper ein, durch die Nase. Füll deine Brust, sie wölbt sich und füll deinen Bauch mit frischer Energie. Und dann von unten her wieder ausatmen, wirklich dein Bauch wird flach, dein Brustkorb kommt zusammen. Und die Luft wieder durch die Nase. Einatmen durch die Nase. Nimm die neue Energie auf im Körper und schaff Raum für Neues. Und dann lass los, ganz sanft. Atmest ein, atme tief. Bis unter den Bauchnabel. Und aus. Mit jeder Einatmung erdest dich mehr. Und komm mehr zu dir an, in dein Innere, in deine Ruhe. Mit der Ausatmung darfst du den Tag loslassen. Deine Gedanken, vielleicht deine Sorgen und Anspannungen im Körper. Mach das noch einmal tief ein und aus. Lass lächeln auf deinen Lippen und öffne deine Augen. Sehr schön.
Dann nimm deine Hände auf die Knie und bei der Einatmung ziehst mit deinem Brustbein weit nach vorne. Und bei der Ausatmung kommt dein Knie zum Brustbein und wirst ganz rund. Und die Schulterblätter auf dem Rücken kommen richtig auseinander. Einatmen, die Schulterblätter auf dem Rücken kommen zusammen und stoßen das imaginäre Herz nach vorne. Ausatmen, wirst du wieder rund. Einatmen, nach vorne öffnen. Ausatmen, rund. Einatmen, nach vorne. Ausatmen, rund. Dann kommst du zurück in die Mitte, atmest ein, einen grossen Kreis mit den Armen. Bei der Ausatmung drehst du den Oberkörper nach rechts und die Arme kommen tief zur Erde. Aus. Einatmen, kommst du wieder über die Mitte, dreh dich auf die linke Seite und atmest aus. Einatmen, über die Mitte. Ausatmen nach rechts. Einatmen in die Mitte. Ausatmen nach links. Einatmen in die Mitte. Rechte Hand kommt zur Erde, die linke Hand zieht über den Kopf lang. Beide Sitzbeinhöcke, die bleiben auf der Erde. Ziehe die lang aus den Hüften. Dann bring deine Hand, die linke, an den Hinterkopf und bei der Ausatmung deine Ellbogen Richtung Knie. Ausatmen, wirst du die Runde, Ellbogen Richtung Knie bringen und einatmen, kommst du in die Höhe. Ausatmen. Einatmen, kommst du. Ausatmen, tief. Ja, dann kommst du hoch. Dann kommst du hoch in die Mitte, zieh dich richtig lang. Linke Hand kommt zur Erde, die rechte Hand zieht von der Hüfte her über den Kopf, zieh dich richtig lang. Atme die rechte Flanke ein, dann Hand am Hinterkopf. Ausatmen. Ellbogen und Knie heisst das. Komm, wir kommen zusammen. Ja, atme wieder hoch. Ausatmen, Ellbogen und Knie zusammen. Ja, atme hoch. Und zweimal zieh dich tief und hoch. Dann zieh tief wieder ausatmen. Und hoch. Einatmen, wieder ein Stück lang. Und dann kommst du über deine Knie in den Vierfußstand. Von da fängst du an, deine Hüfte zu kreisen oder deine Schultern. Du kannst natürlich auch also eine Katzenpuppe machen. Sondern wichtig einfach, was dir jetzt gut tut. Für den Rücken. Das Gesäß nach hinten bringen, Schultern über die Hände, beweg dich einfach ganz nach dem, was dein Körper jetzt von dir verlangt. Du kannst auch die Augen zu machen, Hüfte kreisen. Sehr schön. Dann kommst du auf deine Ferse zurück, atmest ein und kommst in die Adlerin. Das heisst, wir bringen den rechten Arm unten durch, den linken oben. Kipp es auf und entweder du bleibst so, oder wenn es dir möglich ist, komm mit deinen Handflächen zusammen. Einatmen, komm hoch in den Kniestand und in eine sanfte Rückbeuge. Ausatmen, komm tief nach vorne. Einatmen, komm nochmal hoch. Ausatmen, tief. Dann löse deine Adlerarme auf und bring deine Unterarme ein bisschen vor dir. Achtung, schau auf meine Füße. Lass deine Füße mit dem Fußdruck auf der Matte. Bei der Einatmung hebst du dein Gesäß an wie ein Arzt und Delfin. Aber wir bleiben auf der Zeche. Du wirst richtig schön dehnen. Ausatmen, tief. Einatmen, kommst du wieder hoch. Streck deine Beine. Ausatmen, tief. Einatmen, hoch zum dritten Mal. Ausatmen, tief. Stoß dich zurück in den Fersensitz. Atmest ein, wirst lang. Bei der Ausatmung kommst du wieder in die Adlerin. Also man geht den linken Arm unten durch, der rechte ist oben. Kippst auf, entweder Handrücken, Handrücken oder Handfläche, Handfläche. Atmest ein, komm hoch, verneig dich in den Rückbeug. Ausatmen, geht vorwärts. Einatmen hoch. Und ausatmen tief. Und noch einmal hoch. Und tief. Löse deine Arme auf. Leg wieder deine Unterarme auf die Matte. Deine Füße, der Fußrücken bleibt auf der Matte. Deine Füße sind gestreckt. Und dann presst deine Unterarme in die Matte. Deine Fußrücken in die Matte. Und löse die Knie. Und kommst nach wie ein Delfin. Einfach auf den Fußrücken. Eine wunderbare Dehnung für unsere Zehen und Füße. Ausatmen, komm wieder tief.
Ich habe den Kuh hoch. Oh, es ist tief. Noch einmal, ich habe den Kuh hoch. Oh, es ist etwas tief. Ah, noch einmal zurück. In den Vierfuß stehen. Und fangen wir mal an, richtig alles zu bewegen. Richtig drehen, kreisen. Gut, und dann komm mit Ruhe vom Vierfuß stehen. Spann den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Streck deinen rechten Arm aus und dein linke Bein weit nach hinten. Und dann gehst du viermal hoch. Eins, zwei, drei, vier. Und bei der Ausatmung kommt das Knie und Ellbogen treffen sich unter dem Bauchnabel zusammen. Ausatmen. Streck wieder ein. Eins, zwei, drei, vier. Ausatmen macht dich ganz gut. Einatmen hoch. Noch einmal. Eins, 2, 3, 4. Ausatmen, runden Rücken. Ellbogen, Knie, Stirn zusammen. Und dann komm. Nimm die rechte Hand zur Erde und komm in ein tiefes Brett. Knie, Hand und der hintere Fuß in eine Linie. Zieh die lang. Im tiefen Brett. Dann magst du das obere Bein abheben. Oder sogar noch einen Schritt weiter gehen und binden. Das heisst, den Fuß fassen. Schultern zurück und den Fuß in die Hand drücken und einen kleinen Bogen machen. Ausatmen. Komm zurück in den Vierfußstand. Ich kenne mich auf den Ofen. Bewegen da wieder zuerst mal den Rücken in alle Richtungen. Kreisen mit den Hüften. Schultern, Kopf bewegen. Und dann nimm den rechten Arm nach vorne und dein linke Bein. Streck es lang. Und dann wieder einatmen. Eins. 2, 3, 4 und ausatmen, komm tief. Einatmen lang. 1, 2, 3, 4. Ausatmen, ganz klein werden, unter dem runden Rücken. Einatmen mit Länge und nicht Höhe. 1, 2, 3, 4 und rund werden. Und dann komm auf dieser Seite noch wieder in ein tiefes Brett, seitlicher tiefer Brett. In einer Linie, schreck dich lang. Vielleicht nimmst du deinen rechten Fuß hoch. Oder hebst sogar den Fuß in die Hand. Drück den Fuß in deine Hand und öffnest dich zu einem Bogen. Ausatmen, komm zurück in den Vierfußstand. Und von da kommst du in deinen ersten Hund, wo ich aber schaue. Lauf es mal auf und ab. Beweg dich nochmal die Hüfte. Kopf ganz hängen lassen, Kopf drehen. Und dann schau zwischen deine Hände und komm nach vorne zwischen deine Hände. Atme aus, über die Beine in die Vorwärtsbeuge. Und bei der Einatmung komm hoch, mit einem geraden Rücken. Ziehe dich lang und bring deine Hände vors Herz. Gut, wir gehen in einen kleinen Flow, der vor allem für den Rücken ist. Und zwar sind es die verschiedenen Möglichkeiten von der Wirbelsäule, wie sie sich überhaupt bewegen kann. Die einen kennen den Flow, vielleicht ist es ganz einfach. Wir machen das vielleicht dreimal durch und gehen dann weiter. Anschließend ein bisschen Sonnengrüße. Heute haben wir den Rückenflow. Also atmest ein, wie lang. Ziehe dich richtig lang. Bei der Ausatmung erbst du deinen linken Fuß, kommst auf die rechte Seite. Einatme die Mitte, komm auf die linke Seite. Einatmen in die Mitte, drehe dich auf die rechte Seite, Hüftknöchel bleiben, es geht nach vorne, der Oberkörper dreht sich. Einatmen hoch und drehe dich auf die linke Seite. Einatmen hoch und komm raus in die leichte Backbend. Und dann komm nach vorne, in den Vorwärtsweg. Linke Hand entweder auf den Block oder auf die Matte legen, rechte Hand kommt hoch, drehe dich vom Brustwirbel her hoch. Ausatmen, rechte Hand tief und wechselst die Seite, linke Hand kommt hoch. Ausatmen tief, komm in die Knie und der Rücken wird ganz gerade und hängt weit auf die Seite. Einatmen, drück dich von der Kraft von den Beinen hoch, ziehe dich lang, Hand vors Herz. Wir gehen nochmal auf die andere Seite, einatmen mit Länge, ausatmen, dass wir zuerst auf die linke Seite, einatmen hoch. Ausatmen auf die rechte Seite. Einatmen hoch. Ausatmen, drehe den Oberkörper auf links.
Ja, du kommst übend mit dir auf die rechte Seite. Ja, du kommst aus einer sanften Rückbeugung und komm dann nach vorne in die Vorwärtsbeuge. Rechte Hand auf den Block oder auf die Erde und einatmen, linke Hand zieht hoch. Ausatmen, linke Hand zur rechten auf die Erde und die rechte darf jetzt hoch. Ausatmen tief in die Knie, gerade rücken die Hände weit auseinander. Einatmen, komm hoch. Hand vor das Herz, wir gehen das dritte Mal. Einatmen hoch. Auf die rechte Seite und einatmen in die Mitte. Ausatmen auf die linke. Einatmen in die Mitte. Drehen den Oberkörper nach rechts. Einatmen, komm hoch. Und drehen den Oberkörper nach links. Und hoch. Wieder ausatmen, deine leichte Backbend vom Brustwirbel her, Bauch noch gut anspannen. Ausatmen nach vorne. Linke Hand tief, rechte Hand kommt bei der Einatmung hoch. Auch da wieder versucht, die Hüfte parallel zu halten. Ausatmen, rechte Hand tief, linke Hand hoch. Ausatmen tief. Linke Hand, gerade rücken, Hand auf die Seite. Und dann kommst du hoch, zieh dich lang. Die Hand fürs Herz. Einatmen in die Länge, sanfte Rückbeugung. Ausatmen, kommen nach vorne. Komm hoch, gerade rücken. Mach zwei Schritte zurück in ein Brett. Spann den Bauchnabel gut an und fließ dann auf deine Art und Weise zur Erde. Vielleicht nimmst du die Knie zur Erde und die Ellbogen ganz langsam entlang vom Rücken. Wir gehen in die tanzende Cobra, haben wir auch schon gemacht. Die Hände neben der Brust, außerhalb von der Matte, atmest ein, beweg dich hoch. Ausatmen, kommst du in den Tief. Wir gehen gerade zweimal noch einatmen, Kopf. Schultern bewegen und ausatmen, komm tief. Noch einmal. Hoch. Und tief. Bring deine Hände unter die Schultern. Stell deine Füße auf und komm inhalen, wo ich aber wirklich weit nach hinten. Zieh deine Arme und komm in. Den Kopf ganz loslassen. Vielleicht kommen deine Fersen immer mehr Richtung Erde. Ja, dann atmest du deine Hände ein, den ganzen Rücken drauf und aus über die Beine. Über die Hände. Aus über die Beine. Schau nach vorne und dann machst du zwei Schritte zwischen deine Hände. Atmest über die Beine aus. Einfach hoch, streck dich richtig lang. Dann zurück aufs Herz. Einatmen die Länge. Ausatmen komm wieder tief. Halb auf gerade Rücken, beide Hände zur Erde, zwei grosse Schritte zurück ins Leg. Heb gut wieder den Bauch und komm auf deine Art und Weise zur Erde. Entweder über die Knie oder in einer Linie, ganz zur Erde. Das machen wir in die Heuschrecken. Deine Hände hinter dem Rücken binden, Schultern zurück. Und bei der Einatmung, dass du deine Beine wegnehmen vom Abheben von der Erde und den Kopf. Und deine Hände kommen hoch, atmest ein, in die Heuschrecken. Zieh deine Arme richtig hoch und weg von dir, dass der Oberkörper noch ein bisschen höher kommt. Und dann gib mir noch mehr, atmest weiter und dann kannst du lächeln auf dein Gesicht und komm noch ein bisschen höher. Kräftiger den unteren Rücken, noch ein bisschen höher. Ausatmen und dich. Lass deinen Kopf auf ein Päckchen ruhen. Und schaukel deine Hüfte hier und her. Hand unter die Schultern, Füße aufstellen und wieder zurück inhalen und nach oben. Richtig lang werden. Atmest über deine Hände in den ganzen Rücken drauf und aus über die Beine bis zurück in die Erde. In die Kraft von der Erde, ziehe sie in deinen Körper rein. Und dann bei der Ausatmung darfst du deine Kraft wieder zurückgeben in die Erde. Schau zwischen die Hände, mach zwei grosse Schritte nach vorne, verneig dich über deine Beine und atmest ein, komm hoch. Stehen. Die Hände vors Herz. Sehr schön. Einatmen wir schnell. Mit der Ausatmung in den Kunst im Vorwärtsbein. Halber hoch, gerade Rücken. Ausatmen, komm ich vorwärts und bei der nächsten Einatmung gehen wir in den Stuhl.
Und vom Stuhl an gehst du ein, kommst rein, sozusagen in den Bar hocken, nicht ganz durchstrecken und komm wieder tief. Und wieder her. Und wieder tief. Und nochmal her. Tief. Hoch richtig nach hinten ziehen, Steißbein zur Erde. Gut. Und dann vom Stuhl, nimm deine Hände vor das Herz. Erde in den rechten Fuß geht. Wir kommen von da rein und kriegen drei. Das heisst, das linke Bein kommt langsam nach hinten. Dein Oberkörper kommt parallel zur Erde. Spann den Bauch gut an. Lieb im Kriegen 3. Versuch das gut zu stabilisieren. Und dann machst du von da einen grossen Schritt nach hinten. Kannst den hinteren Fuß auf den Fußballen aufdrehen. Atmest ein, komm in einen Ausfallschritt im höheren Lang. Bei der nächsten Ausatmung, bevor du beim Stehen, bring wieder deine Hände auf die Seite und drehst dich auf die rechte. Ein auf den grossen Kreis zurück, in die Mitte mit den Armen und mit dem Körper. Mit der Ausatmung auf die linke Seite öffnen. Einatmen, auf den Bauch, in die Mitte. Ausatmen, auf die rechte Seite. Einatmen, hoch. Ausatmen, auf die linke Seite. Einatmen, hoch. Und bleib in der Mitte, spann den Bauch nach und dann mach eine kleine Rückbeuge. Öffne dein Herz Richtung Decke. Und bleib einen Moment. Schau, dass du wirklich auch im Knie bist, das vordere Bein spürst, vielleicht schon ein bisschen. Und dann komm langsam tief mit dem linken Knie. Vielleicht nimmst du die Matte doppelt an das Füße drunter und lass deine Hüfte weit nach vorne fallen. Hoch mit den Händen. Und bleib einfach mal ein paar Atemzüge. Um unsere Hüftbeuger richtig schön öffnen und Vorderseite lang machen. Schultern nicht höher nehmen, sondern die Schultern tief. Und vielleicht bringen deine kleinen Finger zeigen so leicht nach hinten. Und schau richtig dick. Tief. Komm und öffnen. Gut, wieder nimmst du einatmen mit der Kraft von den Beinen. Kommst wieder hoch. Und dann bring Beine und Füße parallel. In einen weiten Grätsch. Du kannst deine Fußspitze nach außen drehen und komm sanft in die Knie. Heb dich an den Oberschenkel, deine Hände sind an den Oberschenkel. Jetzt kommt die linke Schulter Richtung rechts Knie wieder ausatmen. Und du bist relativ tief, also nicht da oben, sondern du gehst wirklich mit dem Gesäß tief, dass die Beine wieder fast parallel sind. Also ausatmen, kommst du tief. Ja, mit Mitte hoch. Ausatmen tief. Ja, du kommst hoch. Ausatmen tief. Ja, du kommst hoch. Tief aus. Und ein. Aus. Und ein. Mal auf die Seite aus. Und ein. Dann bring deine Hände über den Kopf und löse deine Ferse. Balanciere auf deinen Fußspitzen. Und das Gesäß bleibt tief. Fußspitze, ganz viel kraftvoll. Die Ferse hochziehen. Und Ferse wieder Erde. Dann dreh dich zurück in den höheren Lounge, wie wir vorher haben. Und auch hier gehen wir wieder in die Adlerärme. Erinnere dich daran, rechte Arm ist unten, linke Arm ist oben. Klappe es auf. Und vielleicht kannst du es nicht. Komm mit Adlerärm. Atmest ein, bring die Ellenbogen hoch. Und tief. Und dann gehen wir von da wieder in Kriege 3, wie wir es vorher gemacht haben, wo wir die Hände vor dem Herzen hatten. Jetzt haben wir einfach Adlerärm. Du kannst gerne einen kleinen Schub geben, vielleicht brauchst du noch eine Zwischenlage mit dem Fuß. Und dann komm mit dem ganzen Gewicht aufs rechte Bein. Linke Bein kommt hinten hoch. Und mach einen flexen Fuß. Das hilft dir bei der Balance. Und dann kommt der linke Fuß zurück. Löse deine Arme auf und zurück in den Stuhl. Einatmen. Ausatmen vorwärts, zwei Schritte zurück in das Feld. Flüssig durch das Vinyasa, der Schwelle ganz zur Erde und die Cobra. Oder vielleicht kommt mit in den ganzen Erde und Cobra. Und für die Fortgeschrittenen können ins Chaturanga gehen. Einatmen. Hoch.
Aussätze man in Hauser. Ein und aus dem Hund. Nimm wieder die Atemzüge durch deine Hände, eher den Rücken darauf und atme aus über deine Beine und Füße zurück in die Erde. Einatmen durch deine Hände und aus über den Arm, über den Arm, über die Beine und Füße. Schau nach vorne, zwei Schritte nach vorne. Verneig dich in die Vorwärtsbeuge. Atme ein, komm hoch. Großer Kreis, die Hände fürs Herz. Einatmen wieder lang. Wieder ausatmen nach vorne. In der nächsten Einatmen kommst du wieder zurück in den Stuhl. Das Gesäß kommt in den Tief. Bleib einen Moment im Stuhl und einatmen dann deine Beine fast strecken. Ausatmen in den Tief. Einatmen fast strecken. Ausatmen tief. Einatmen kommst du hoch und tief. Einatmen hoch und tief. Sehr. Bring deine Hände vor das Herz und das Gewicht geht das mal auf den linken Fuß. Rechte Fuß kommt hinten hoch, strecke nach hinten. Kriege drei. Find deine Balance. Versuch so gut wie es geht, in dieser Balance zu bleiben. Und denk daran, der rechte Fuß ist geflext, das hilft. Da kommst du vorne ins Knie und machst einen weiten Schritt nach hinten. Drehe den Fuß wieder auf den Zehenballen. Und lieber Moment da, spann gut deinen Bauchnabel an und komm in den Rücken. Öffne dein Herz nach oben. Ein- und ausatmen. Das rechte Bein hat ganz viel Aktivität, ist ganz angespannt. Und das linke Bein auch, schau, dass es genug tief ist und dass dein Knie über die Zehe schaut. Ah, kommst du in die Mitte. Mit der nächsten Ausatmung im grossen Kreis mit den Armen schau auf die linke Seite. Dreh deinen Oberkörper. Einatmen kommst du in die Mitte. Schau auf die rechte Seite. Einatmen in die Mitte. Links öffnen. Einatmen in die Mitte. Rechts öffnen. Und wieder zurück in die Mitte. Und dann komm ganz langsam mit dem Knie tief. Denk daran, je nach Knie schütze es, um etwas darunter legen, das wohl ist. Genau, und dann darfst du mit deinen Hüften so weit wie möglich nach vorne kommen, zum Öffnen. Wirklich den Muskel da mit drinnen. Die Hände kannst du hoch, vielleicht das Herz öffnen, die kleinen Finger zeigen nach hinten, mach dich lang. Mach dich lang aus den Hüften, mach dich lang aus dem Brustkorb. Öffne dich. Und vergiss das Atmen nie, wenn es vielleicht ungewohnt ist, in gewissen Stellen in der Asana zu sein, aber immer wieder atmen. Und dann kommst du wieder zurück. Stell deinen hinteren Fuß auf und mit Kraft von den Beinen kommst du hoch, wieder in und aus. Und das mal drehen, wieder deine Füße. So, dass ich in den Grätsch komme, ich drehe mich wieder auf. Das ist etwas angenehm für mich, so face to face oder zu schauen. Bring wieder deine Füße nach die Zehenspitze, schau nach außen und komm sanft in deine Knie. Lass mal da wieder die linke, also linke Schulter zum rechten Knie. Ja, dann kommst du hoch. Und hoch. Und tief. Einatmen und aus. Einatmen und aus. Einatmen, bleib in der Mitte, bring deine Hände hoch und dann auch hier wieder komm auf deine Zehenspitze, zieh die Fersen weg von der Erde. Das heisst, es darf tief sein, also nicht eingestreckt, sondern sind angewinkelt. Bleib einen Moment. Und dann erdest du wieder deine Ferse und drehst dich zurück in Höhenlänge. Von da gehen wir wieder in die Adlerarme. Das Mal ist der linke Arm unten, der rechte kommt drüber. Kippst auf, in der Handfläche, Handrücken, Handrücken. Oder Handfläche, Handfläche.
Bring das Gewicht wieder auf dein vordere Bein. Komm von da innen kriegen 3. Ganz langsam bringst du deinen Oberkörper parallel an dein rechtes Bein hin hoch. Und dann setzt du den rechten Fuß ab, löst deine Arme und innen vorwärts bei uns. Bei der nächsten Einatmung kommst du zurück in den Stuhl. Ausatmen, in den Stuhl. Sehr schön. Einatmen ist lang. Ausatmen, komm nach vorne. Halber gerade Rücken, 2 Schritte zurück. In dein Brett. Fließt du dein Vinyasa. Wir treffen uns im Hund, der nach oben schaut. Dann bringen wir den nächsten Einatmung das rechte Bein hin hoch. Und dann kommt das rechte Knie zum rechten Ellbogen, kommt führen in das Brett. Und das Knie bleibt höher. Einatmen nach hinten. Ziehe die lang. Das Knie, das man nach vorne zwischen die Hände. Einatmen, lang werden. Und jetzt unter dem Körper, quer durch das rechte Knie, das linke Ellbogen, kommt führen ins Brett, hält mit dem Bauch. Einatmen in die Länge. Und das mal. Noch ein bisschen mit dir, komm in das Brett und heb dein Knie. Und dann bringst du tief, als würdest du den Boden berühren. Mit dem Einatmen kommst du wieder hoch. Tief. Und hoch. Tief. Und hoch. Tief und hoch. Und dann kannst du das rechte Bein wieder hinten strecken und den Fuß abstellen. Kopf loslassen. Fließt du rein wie Jens oder wartest im Hund? Einatmen hoch. Und ausatmen wieder im Hund. Nimm dir Zeit, komm gut an, löse dann jedes Mal deinen Kopf. Mein Kopf ist oftmals einfach ein bisschen oben oder ich schaue in die Kamera und sage, aber sonst wirklich versuchen, da den Nacken zu lösen, dass der Kopf ganz lang, also der Nacken lang wird. Und dann, linke Bein hin hoch, bei der Ausatmung. Kommst du führen ins Brett, nimm die Ellbogen mit zur linken Aussenseite. Genau, jetzt kommst du wieder in die Länge. Ausatmen, das macht uns Knie zwischen deine Hände. Komm, führen in das Brett. Heb dein Knie so mehr wie möglich vom Körper. Einatmen, gib Länge. Ausatmen, das Knie unter dem Körper durch. Quer weg. Links Knie zum rechten Ellbogen. Heb es gut. Einatmen, komm mit Länge. Und dann bringst du wieder führen ins Brett und bleib aber mit dem Knie in der Mitte. Und ausatmen, dein Knie kommt fast zur Matte. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Einatmen, ziehe dich hoch. Aus tief. Und hoch. Nochmal tief. Hoch. Und streck dich zurück in den dreibeinigen Hund. Dein linker Fuß kommt tief, streck lang. Atmest du deine Arme, deine Hände, die ganze Kraft von der Erde ein. Und übe die Beine aus. Übe deine Hände. Aus über die Beine. Schau zwischen deine Hände. 2 Schritte nach vorne. Komm in den Vorwärtsbeug. Jetzt noch hoch. Ziehe die lang. Hand zurück. Vors Herz. Mach für einen Moment deine Augen zu. Und spür wie am Anfang der Stunde wieder in deinen Körper. Spür deine Füße, bis auf der Matte sind. Deine Beine, Knie. Die Oberschenkel. Spür dein Becken. Bauch und Brust drauf. Scanne deinen ganzen Rücken von unten her, Wirbel für Wirbel. Zum Schultergürtel. Und nie beurteilen, sondern einfach nur feststellen, wie sich das anfühlt. Durch über die Arme, aus deinen Händen. Hals, Nacken, Gesicht. Bis oben zur Kopfkrone. Atmest auch noch tief ein und aus. Öffnest deine Augen. Wir fließen nochmal durch eins in die Nase. Atmest ein, also durch eins in den Nase.
Also nach vorne. Ihr habt gerade Rücken. Achtung, das rechte Bein, das rechte Knie geht tief. Öffnest dich wieder ein, atmet nach vorne. Ausatmen, komm. In ein Brett. Fließt durch das Vinyasa, Knie zur Erde oder in einer Linie. Kobra oder im Hund. Ausatmen tief. Und stoß dich zurück in den Hund und nach oben. Ein und aus. Denk da wieder an die Kraft der Erde, die kannst du über deine Atmung in den Körper reinziehen. Und bei der Ausatmung kannst du alles der Erde wieder zurückgeben. Noch einmal tief einatmen. Und aus. Das rechte Bein kommt hinein. Und dann der rechte Fuß zwischen den Händen. Das linke Knie geht tief. Atmest ein, öffnest. Ausatmen, komm in den Vorwärtsbeugen. Über beide Beine ausatmen, einatmen, komm hochstehen. Ziehe die lange Hände zurück vors Herz. Wir gehen nochmal auf die linke Seite, einatmen lang. Ausatmen nach vorne. Halte den geraden Rücken, das linke Bein zurück, das Knie zur Erde. Öffne dich nach vorne. Wird lang aus der Hüfte. Ausatmen, komm in ein Brett, rechte Fuß zurück. Und dann fließt du da in dein gewohnte Vinyasa. In den Hund nach oben. Genau. Ein und aus. Eins. Und tiefe ein und ausatmung. Zwei. Schau zwischen die Hände. Ein Jump oder zwei Schritte nach vorne. Über die Beine neigen. Ein und komm hoch. Ist da. Ziehe dich lang. Hand zurück ins Herz. Einatmen, mich lang. Mit der Ausatmung kommst du nach vorne. Halt auch gerade Rücken, Achtung, zwei Schritte zurück in den Hund. Ziehe dich lang. Knie kommen zur Erde. Setz dich wieder auf deine Fersen. Hand weit auseinander, wir gehen in die Adlerin. Rechter Arm ist unten, linke ist oben. Die Einatmung kommst du hoch. Ausatmen, kommst du nach vorne. Runder Rücken. Einatmen, guten Bauchnabel anziehen. Und Ellbogen richtig Himmel bringen. Ausatmen, nach vorne. Nochmal hoch und einatmen. Ausatmen. Löse deine Arme auf. Bring sie wieder auf die Matte. Lass deine Fußrücken auf der Matte. Einatmen, streck deine Knie. Komm hoch mit dem Gesäß. Ausatmen, komm wieder tief. Einatmen, komm hoch. Und tief. Noch einmal hoch. Super. Und tief und zurück. Geht auf die andere Seite, Tadlerin. Denk dran, ohne durch aufklappen. Und heb deine Handflächen. Einatmen, komm hoch. Sanft in den Rücken. Ausatmen, nach vorne verneigen. Einatmen, wieder hochkommen. Und tief. Einatmen, hoch. Und tief. Und noch einmal gehen wir in die Art von einem Delfin. Mit dem Fuß, Rücken auf der Matte. Einatmen, komm hoch. Dehne den Fuß, Rücken auf und tief. Hochkommen. Und tief. Noch einmal. Und tief. Sehr schön. Und zurück. Dann gehen wir in den halben Sattel von da in eine gute Strecke, also Dehnung für den Oberschenkel. Wenn das geht, dann streck dein linke Bein nach vorne und du setzt dich neben den Fersen. Das heisst, der ganze Fußrücken ist schön flach. Auf der Matte. Wir haben jetzt die recht dehnt bei der vorigen Übung. Also ich denke, es ist möglich. Vielleicht musst du auch eine Decke drunter legen, wenn es nicht auf Fuß wehtut. Wenn es nicht geht, kannst du einfach auf den Fersen sitzen. Was für dich jetzt funktioniert. Und dann schauen Sie hier den Platz an. Genau. Wenn entweder ist das schon genug für dich und du merkst eine gute Dehnung über den Oberschenkel. Das linke Bein hat ganz viel Aktivität.
Entweder du bleibst auf deinen Händen oder du kommst mit der Stufe weiter und kommst auf deine Unterarme. Und vielleicht sagst du, das ist gut da und vielleicht willst du sogar noch eine Stufe weitergehen. Schau, dass Steißbein wirklich nach vorne sind. Und dann komm, aber wirklich jeder in seiner Verantwortung, schau auf deinen unteren Rücken, schau auf dein Knie und auf deinen Oberschenkel. Wenn es für dich möglich ist, dann darfst du dich da gerne anlegen. Und sonst bleib auf den Unterarm oder auch immer auf den Arm, wo du bist. So, überhaupt kein Mühsen, um so tief zu gehen. Und dann spür wirklich die schöne Öffnung vom Oberschenkel. Und dann kommst du langsam wieder hoch. Ganz vorsichtig auf deine Unterarme, auf deine Hände. Gut. Und dann streckst du Beine, Füße nach vorne. Atmest ein, wir kommen ein vorwärts, wieder aus. Atmest von der Kraft vom unteren Rücken her und weit nach vorne. Einatmen, gib noch mal Länge und wieder ausatmen. Lass dich ganz nach vorne verneigen, wie beim Stehen. Füße, also Beine, Aktivität und oben Körper ganz relax. Bleib einen Moment in deiner Vorwärtsbeuge. Und du musst ja gar nicht so weit kommen, so tief. Du bist einfach da. Wenn das dein Ziel ist, dann ist da alles gut. Und atmest ganz bewusst ein. Und aus. Und vielleicht kannst du dir das mal vorstellen, wenn du über deine Füße einatmen, die ganzen Füße entlang und über den Rücken ausatmen, über den Kopf zurück. Einatmen über die Füße, Beine, ausatmen über den ganzen Rücken, über die Kopfkrone, zurück. Und wieder nimmst du den Einatmen, rollst Wirbel für Wirbel hoch und wir gehen auf die andere Seite vom Habensattel. Bringst das rechte Bein, bleib das mal gesteckt und das linke Beide anwinkeln. Entweder eben der Fuß neben dem Gesäß, das ganz nah ist und der Fuß richtig schön mit dem Fußrücken auf der Matte ist. Oder wenn es nicht geht, setzt dich drauf. Du kannst auch hier jetzt zum Beispiel aufs Buch sitzen oder auf den Block sitzen. Ist auch eine Möglichkeit. Und dann komm mal mit, vielleicht magst du einfach ein bisschen hinein, aber auf deine Hände lehnen. Wenn das ganz gut für dich geht, dann nimm den zweiten Schritt und komm auf deine Unterarme. Denk daran, dass dein Steißbein vielleicht nochmal richtig gut ausrichten, hebt nochmal die Hüfte und ziehe Steißbein tief und die Schambein zu dir her. Und wenn es für dich immer noch gut ist und du noch einen Schritt weiter machst, dann darfst du dich ganz herlegen und spüre wirklich die Öffnung vom Oberschenkel. Atme. In die Öffnung ein. Die nächste Einatmung, wenn du am Boden liegst, kommt ganz sorgfältig zurück auf den Unterarm. Und jetzt alle, die auf den Unterarm sind, ganz sorgfältig zurück auf die Hände. Nimm dein rechtes, linke Bein auch nach vorne. Du kannst ein bisschen ausschütteln. Und wir gehen nochmal zurück in die Vorwärtsbeuge. Schau, dass du gut geerdet bist, Sitzbeinhöcker richtig kräftig in die Erde ziehen. Atmest ein, wirst lang. Und wieder ausatmen, komm nach vorne, zieh dich lang. Einatmen noch mehr die Länge, ziehen wieder ausatmen, kommen die Hände zurück auf die Erde, wo wie wir sie fallen. Knie, Oberschenkel, Unterschenkel oder vielleicht bei den Füßen. Und dann lass ganz los. Der Rücken darf rund sein, der Nacken darf loslassen, die Gedanken darf loslassen. Du bist einfach bewusst in deine Vorwärtsbeuge. Und bei der nächsten Einatmung kommst du Wirbel für Wirbel. Setz deine Füße auf und wir gehen ganz kurz Zeit mal lassen an die indische Hüfte. Von da gehen wir direkt dann in die Vorwärtsbeuge. Die
Hand zur Erde, Füße parallel. Und in den zwei grossen Schritten zurück in das Bett. Wir gehen ganz zur Erde. Das ist auch wie du Knie, wenn du machst, oder in einer Linie. Ganz zur Erde. Und jetzt bring deinen linken Arm so nach außen, wie eine T-Form. Also, entweder ist der linke Arm so in einem T-Form oder ganz über 45 Grad. Also so in eben von diesem Winkel. Du musst ein bisschen schauen, es ist eine Schulteröffnung, die wir machen. Schau, wie es dir am besten geht und am meisten merkst. Also bring deinen linken Arm nach außen oder vielleicht leicht nach vorne. Und deinen Kopf kannst du ablegen und schau auf die rechte Seite. Mit der rechten Hand gibst du ein bisschen Kraft und dann dreh dich über. Vielleicht kommt dein Fuß, dein Bein nach hinten und öffnest die Schulter. Ich werde dir am besten zeigen, vielleicht von vorne nach. Und spüre jetzt einfach einen kleinen Stoß, wenn ich das schon weitermache. Eigentlich ist jetzt da die Öffnung spüren, bei den Achseln. Atmen, wenn du es spürst, und wenn du es nicht spürst, versuche mal den Winkel zu verändern vom Arm. Vielleicht spürst du mehr, wenn du ein T hast oder wenn du einen weiter Ruhe tust. Wenn du ein ganz gestreckt hast, spürst du wahrscheinlich nichts. Also es müsste irgendwo in diesem Winkel. Und im nächsten Ausatmen komm langsam zurück auf den Bauch. Und dann wechselst du den Arm. Linke Arm kommt zurück, aufstellen. Rechte Arm von dir strecken oder so leicht nach vorne, nach oben. Dann ist dein Kopf ablegen. Und dann dreh dich auf. Dass du eine richtig schöne Öffnung hast, hier in den Schultern. Atme bewusst in die Öffnung ein. Und dann kommst du zurück. Ausatmen auf den Bauch. Und gerade gib nochmal deine Hüfte hier und her. Stoß dich zurück in den Knie. Und deine Füße kreuzen und komm zum Sitzen. Bring deine Füße zusammen, deine Knie auf die Seite. Sie dürfen die Füße ein bisschen wegruhen, ein bisschen weg vom Schritt sein. Und beug dich nach vorne. Und dann roll die Wirbel für Wirbel auf. Und zurück in die Sitze. Schreck deine Füße. Ah, einsliegen. Mach dich mal ganz lang und nimm deine Hand zusammen, also heb dein rechte Handgelenk. Und dann ziehe es an deinem rechten Handgelenk aus dem Oberkörper auf die linke Seite. Und deine Füße laufen dann ganz weit nach links. So wie eine Banane in die Krümmi. Also jetzt die ganze rechte Seite ist richtig lang gezogen. Bleib einen Moment. Ausatmen, komm zurück in die Mitte. Und dann lauf wieder auf die andere Seite. Also fass deine linke Hand, ziehe dich auf die rechte Seite. Öffne da die Seite. Schau, dass du ganz der Körper bleibt auf der Matte. Es ist nur so, dass das ganz in Krümmen kommt. Also die Füße jetzt auf die rechte Seite. Ziehe dich auf die rechte Seite, aber da nicht abheben. So, bleib mit beiden Gesäßhälften richtig gut geerdet auf der Matte. Ziehe dich lang. Spür die ganze rechte Seite, linke Seite ist natürlich jetzt. Ein- und ausatmen, die linke Seite. Und dann kommst du einatmen, wieder zurück. Zieh dich richtig lang. Und dann kommst du zu einem kleinen Päckchen und rollst ein bisschen auf deinem unteren Rücken. Beide Seiten kreisen. Und stell deine Füße vor dem Gesäß auf, deine Hände in T-Form. Jetzt noch ein bisschen Fuß in der Mitte Platz und wieder ausatmen. Komm mit den Knien auf die linke Seite. Bleib auf der linken Seite. Schau mit dem Blick über die rechte Schulter.
Schön weiteratmen. Wenn du magst, darfst du jetzt schon ein deine Augen schliessen. Ja, du kommst zurück in die Mitte. Ausatmen. Die Knie kommen auf die rechte Seite. Und der Blick geht über die linke Schulter. Da, wenn du magst, darfst du deine Augen schliessen. Atme tief ein und aus. Ja, du hast zurück in die Mitte. Fasse die Knie. Und vielleicht nochmal auf dem unteren Rücken. Und als Abschluss in ein Happy Baby. Das heisst, du fasst die Aussenkante von deinen Füßen. Knie sind ganz weit. Komm so weit wie möglich tief zur Erde. Spür deinen Rücken gut auf der Matte. Vielleicht auch hier wieder ganz kleine Schaukelbewegungen machen auf dem Rücken. Und dann richtig ein für dein Endentspannung, also deine Beine strecken, deine Arme strecken oder vielleicht den Arm auf den Bauch. Vielleicht magst du etwas anziehen, einen Pulli oder Socken oder du nimmst eine Decke und tust dich ein bisschen einrufen in deine Decke, ganz gemütlich. Schau, dass du genug warm hast und schau so, dass du so jetzt liegst, dass du dich nicht mehr bewegen musst in deiner Endentspannung. Richtig gut ein. Und dann gehen wir nochmal durch den Körper. Wir fangen bei den Füßen an und merken, sie dürfen ganz weich sein und loslassen. In den Unterschenkel, Schienbein, entspannt. Kniekehle und Kniegelenk, ganz loslassen. Der Oberschenkel ist ganz entspannt. Das Becken liegt relaxed auf der Matte. Von jeder Muskel der Wirbelsäule entlang. Ein nach dem anderen loslassen und sich entspannen. Der Bauch ist weich. Dein Brustkorb ist weich und geöffnet. Schultergürtel. Ganz entspannt auf der Erde. Den Oberarm entspannen. Ellbogen entspannen. Unterarm, Hände und Finger komplett entspannt. Den Hals, den Nacken. Die ganze Gesichtsmuskulatur ist entspannt und weich. Dein Atem fließt ganz natürlich ein und aus. Im Shavasana. Ganz langsam bringe ich mehr Leben in deinen Körper und hole dich zurück ins Jetzt auf die Matte. Mach, dass du deinen Atem tiefer ein. Du sanfte Bewegungen, deine Hände und Füße.
Und wie kannst du den Kopf mal nach links und rechts drehen? Und dann mach dich ganz, ganz lang, ziehe deine Arme über den Kopf und Bein tief. Vielleicht öffnest du auch noch ins Mauer, dann kannst du sogar gähnen. Und dann kommt zu einem kleinen Päckchen. Halt liebevoll deine Knie. Und dann rolle ich vom Päckchen auf die rechte Seite und bleibe ein paar Atemzüge noch im Päckchen. Setz deine Hände auf und komm zurück in den aufrechten Sitz. Wenn du magst, lass deine Augen noch geschlossen sein und nimm die ganze Ruhe mit. Versuch die Ruhe in deinem Körper zu spüren, in deinen Gedanken, im Geist. Und dann bring deine Hände im Angelina Mudra, das heisst Handfläche auf Handfläche, ans Herz. Atmest bewusst in deinen Brustkorb ein und aus. Mit jeder Einatmung wachsen deine Mundwinkel ein bisschen mehr nach oben zu einem Lächeln. Einatmen und lächeln. Ausatmen. Bedankst dich innerlich bei dir selber für die Zeit, die du genommen hast, um mit mir zu flowen. Wenn du schon ausatmen kannst, du dich nach vorne verneigen, als Ehrung an dich selber und an unsere Yoga-Community. Atme ein, komm zurück. Namaste. Danke an euch vielmals fürs Mitmachen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund, bleibt fit und denke, wir sehen uns nächste Woche nochmal, bevor wir dann hoffentlich Hoffentlich dürfen alle zusammen wieder da trainieren und uns sehen. Merci vielmals fürs Mitmachen und ganz einen schönen Abend.